Es geht los. Angeln. Zwei Tage. Mal gucken, was passiert. Und ich bin heiß. Autos gepackt. Die Sonne kommt raus. Es ist früh am Morgen, 6:30. Nicht meine Zeit, aber wenn es zum Angeln geht, dann geht das ja. Dann geht das ja von selbst. Also, schaut mal raus. Sollte passen. Ich benutze von Carper Ass ein schönes Fluo, ein kurzes mit dem Sleeve oben. Sieht das Ganze dann aus. Ja. Kommt jetzt an mein Quicklink. So, zum Schluss noch ein Pop-up. Kleiner gelber. Dann kann das auch schon losgehen.
Der ist safe. Zum Schluss noch ein bisschen anritzen, damit die Geschmacksaromen schneller durchkommen. Das mache ich immer sehr gern, das bringt einen kleinen Bonus. Vielleicht komme ich so zu dem ersten Fisch 2020. So, ja, damit steht die Montage. Ja, und die wandert jetzt ins Wasser. Alle legt die Route ab. 7 Meter Tiefe. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich dachte, Falbes, Brasse. Nein. Und da kommt der Fisch hoch. An diesem See mein Personal Best. Ich habe in vielen Jahren keinen größeren Fisch gefangen. Mit was habe ich den gefangen? Mit Imperial Monster Paradise 16 mm. Ummantelt mit der Crawfish-Paste aktuell. Ja. Ganz groß im Gespräch und darüber noch ein 16 mm Vorwarnschell gesetzt. Ja, von den V-Pops.
Die Route lief ab. Ich habe hier den Fisch. Nochmal versorgt. Ich möchte euch nicht vorenthalten. 32 Pfund haben wir hier. Wahnsinn. Wahnsinnskaliber. Schaut euch das Paddel an. Wahnsinn. Der kommt wieder zurück. Ich bin mega geil. Ich freue mich, um 17:45 diesen Fisch gelandet zu haben. Probiert's aus. Probiert's aus, die Paste. Meine Empfehlung. Thank you.